Sendung hat sich nun der Herr Klubobmann Luger gemeldet. Bitte. Der Kritisierte schreitet zum Mikrofon. Ja, vielen Dank. Ja, Herr Matznetter, also, wenn Sie sich freuen, freue ich mich natürlich mit Ihnen. Keine Frage. Aber schauen wir uns mal das an, was Sie zur Sache gesagt haben. Denn ich habe vorher auch zur Sache gesprochen, Sie zwar relativ wenig, aber schauen wir uns an, was Sie gesagt haben. Sie haben allen Ernstes gesagt, Österreich steht gut da. Und Sie haben das begründet, weil Sie eine Zeitung gelesen haben. Und in dieser Zeitung ist gestanden, Österreich steht gut da. Dann schauen wir uns einmal an, ob diese Zeitung, wo Sie das her haben, ich kenne diese Zeitung nicht, aber werden Sie mir sicher noch sagen, ob diese Zeitung das deshalb geschrieben hat, weil Sie inseriert haben mit Steuergeld, selbstverständlich, oder ob das tatsächlich stimmt. Dann schauen wir uns einmal die Fakten an. Die Fakten sind, und das haben Sie leider vergessen, Herr Matznetter, in Ihrem Traum oder beziehungsweise Luftschloss, das sich Wirtschaftskammer nennt, wo Sie Funktionär sind, kein Mensch weiß, was Sie dort machen, aber es soll so sein. Und dort haben Sie wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, dass die Österreicher und vor allem jene, die wenig verdienen, seit 2000 einen realen Lohnverlust von 35% hinnehmen mussten. Und das ist deshalb, weil Sie auf der einen Seite die Steuern permanent erhöhen, permanent Ideen haben, wie man Steuern erhöhen kann. Und immer dann, wenn es um eine Steuerreform geht, am Ende des Tages eine Steuererhöhung rauskommt. Und weil die Inflation in keinster Weise abgegolten wurde. Und dann gibt es die sogenannte kalte Progression, die Sie auch nicht abschaffen wollen, die dann dazu führt, dass die Österreicher de facto einen Einkommensverlust haben. Und davon spreche ich. Ich spreche nicht davon, was Sie in irgendwelchen Zeitungen lesen. Ich spreche davon, dass Österreich den Bach runtergeht. Und wenn Sie sagen, wir haben jetzt ein Wirtschaftswachstum, das besser ist als die Jahre davor, das stimmt. Nur, man muss ja den ganzen Zeitraum sich ansehen. Und wenn man sich den Zeitraum ansieht, dann sieht man, dass Österreich absandelt, so wie das Ihr Chef bei der Wirtschaftskammer immer wieder sagt. Und Sie anscheinend nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Aber natürlich, wenn ein Sozialist rausgeht, dann findet er alles großartig. Weil Sie als Sozialisten ja ohnehin schon vergessen haben, wie es den Menschen da draußen geht. Und denen geht es nämlich schlecht. Und zwar deshalb, weil Sie, und gerade in Wien, wo Sie vorher so gelobt haben, wie toll das läuft in Wien, weil Sie sich die Wohnungen nicht mehr leisten können, weil Sie sich die Betriebskosten nicht mehr leisten können. Das ist alles Ihre Schuld. Weil Sie mit dieser falschen Politik alle nach Wien locken, nur 10.000 Wohnungen in Wien gebaut werden durch die falsche Baupolitik in Wien und 100.000 jedes Jahr dazukommen, denen Sie dann hinten das Geld der braven Steuerzahler reinstecken. So schaut es nämlich aus, Herr Matznetter. Und das machen Sie in Wien. Und dann stellen Sie sich hier raus und beflegeln uns und freuen sich auch noch diebisch, wenn jemand es nicht ins Hohe Haus schaffen sollte. Ich weiß es ja nicht, wer es schafft. Ich weiß ja nicht, ob Sie es schaffen werden. Denn Sie müssen ja gewählt werden. Sie müssen vom Bürger gewählt werden. Und ich kann dem Bürger, ich hoffe, es hören einige zu, nur eines empfehlen, wählen Sie bitte nicht Rot und Schwarz und bitte nicht den Matznetter. Denn der Matznetter hat die Bodenhaftung verloren in seinem Glaspalast der Wirtschaftskammer, wo er gar nicht mehr weiß, wie es den Menschen da draußen geht. So schaut es nämlich aus. Und deshalb wählen Sie weder Rot noch Schwarz, wählen Sie die Zukunft. Und da ist der Matznetter hoffentlich nicht dabei. Vielen Dank.